man den viermaligen Sieger des Rebel Cup, nämlich Hertha BSC. Herzlich willkommen! Und auch noch eine Seite. Hannover Wechselunterricht, präsentiert von der Union Investment. Daniel Anbeck ist der Schiedsrichter. Weiter geht's mit dem nächsten Höhepunkt. Boah! Es geht hier Schlag auf Schlag. Und wir haben noch mal eine Aktion, liebe Gäste, für die jungen Gäste, die den Lust haben, euch gegenüber Maskottchen mit Müller. Da muss man erstmal durchpusten. Erst das Spektakel der Kölner gegen Bayern und jetzt gerade die große Show der Mühlis. Und dann holt Maskottchen mit euch noch ein Foto zu haben für zu Hause. Gute Sache, Müller jetzt am Sportlein. Kommt rüber. So, wir widmen uns jetzt aber dem dritten Achtelfinale. Und jetzt, ehrlich gesagt, wenn die Stimme noch reichen soll den Tag über, dann müssen wir jetzt hoffen, dass das hier vielleicht ein Tucken ruhiger wird als diese beiden Achtelfinalspiele. Das war schon unglaublich. Aber was in der Halle los war. Die Hertha. 0-4 gegen Bayern, 3-1 gegen Werder, 1-1 gegen die Mühlis. Also eine durchwachsene Vorrunde. Hannover 3-4 gegen Mainz, 2-1 gegen Köln und dann 3-7 heute Morgen gegen Borussia Dortmund. Jetzt die Berliner zum Abschluss einen richtigen Favoriten. Kann und möchte ich ja gar nicht ausmachen. Meistens falle ich damit ja eh nur auf die Nase. Und insgesamt beide Mannschaften recht ausgeglichen, aber die Hertha geht in Front. Steve Brown, Torschütze für die Berliner. Schön zurückgelegt, 1-1. Und das geht hier schon wieder los. Sammy Vandenberg. Sollte auch das hier wieder ein Achtelfinale der Extraklasse werden. Die Halle, das merkt man, lässt noch, hadert immer noch so zwischen Stolz auf die Auswahlmannschaft und dann doch Ärgernis über die Konstellation. 15 Sekunden vor Ende machen die da den Ausgleich, um dann 5 Sekunden vor Ende noch das Gegentor zu kassieren. Das war schon, ja, ein Wechselbad der Gefühle hier von totaler Ekstase. Die ganze Halle stand Kopf. Das bebt hier richtig. In den Moment der Stille dann. Aber gut, für die Jungs sicherlich der Moment des Ausgleichs, ein tolles Erlebnis. Der Wutzka hat sich alles richtig aufgehoben. Er hat bestimmt 6-7 Chancen in diesem Turnier verhauen, um dann im genau richtigen Moment zu treffen. Genau dann, wenn es wichtig wurde. Gebracht hat es dann leider wenig. Sei es drum, Haken dran, ab geht's zu Berlin gegen Hannover. Hier übrigens spielen zwei Tabellenführer gegeneinander. Die Berliner in der Regionalliga Tabellenerster mit 32 Punkten aus 14 Spielen. Hannover 96. Im Vergleich gesehen eine Liga tiefer. Tabellenführer der Niedersachsenliga. 28 Punkte aus 12 Spielen. 9 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen. Für die Hannoveraner
die trainiert werden von Mike Barton, 42 Jahre. Ex-Profi vom SV Werder Bremen, unter anderem DFB-Pokalsieger 1999. Ein ehemaliger Profi steht auch an der Seitenlinie der Berliner. Jörg Schwanke betreut die Hauptstädter. Macht so unter anderem 59 Bundesligaspiele für den VfL Bochum. Der 47-jährige Übungsleiter. Schiedsrichter der Partie übrigens Daniel Oepping vom SV Schnathorst. War der Schussversuch, aber Kieler Neufeld, der Keeper der Hannoveraner, aufmerksam. Jetzt der Ballverlust, Chance für Hertha und der nutzt sie. Luca Radicke, ganz überlegt, abgeschlossen. Hannover am ganzen Turnierverlauf. Mit einer sehr mutigen Spielweise, mit einem weit vorgezogenen Torwart, teilweise sogar mit einem Feldspieler am Tor, so wie jetzt gerade wieder zu sehen. Das geht oft gut, wird da immer wieder gut aufgestellt. Allerdings birgt dieses Spiel natürlich auch ein Risiko. Das nehmen die Trainer aber gerne in Kauf. Hannover, das werden wir gleich wieder sehen. Jetzt mit drei Spielern vorne, zwei sehr weit außen aufgestellt, einer im Zentrum. Hertha muss sich entscheiden. Der Ball war eine Hallendecke. Oepping nicht geahndet. Luca Bahn im Tor. Der Hannoveraner. Dennis Schung hier mit dem Foulspiel. An Finn Luca Lackmacher. Freistoß über die Bande reingespielt. Keine schlechte Variante. Knapp verpasst und der Ball auf die Tribüne geklärt. Abschlussversuch von Erkan Sally Esen. Oepping macht sich gerade nicht beliebt bei den Hannoveraner Verantwortlichen. Man ist schon zwei, drei Entscheidungen etwas unglücklich aus Hannoveraner Sicht. Gerade hier in der Halle, sobald der Ballbesitz wechselt, ist das natürlich schon entscheidend. Schussversuch wieder von Lackmacher. Ball geblockt. Ball auf der Tribüne. Jetzt gut freigespielt. Klasse Tor! Super freigespielt, Mohamed Saracevic. Voll freigespielt, abgeschlossen. Oben links zum 2-1. Für Hannover 96. Zum 2-2. Entschuldigung. Da ist mir das Tor eben von Luca Radicke glatt untergegangen. Thank you.
Schussversuch wieder von Hannover 96. Abschuss jetzt und hätte fast gepasst. Nachschuss. Und jetzt die Riesenchance für Berlin zum 3-2. Aber wieder ist es Kilian Neufeld. Aber er spielt sich hier ganz weit nach vorne. In Sachen Torhüter. Luca Baden jetzt wieder am Tor. Wieder weit in der gegnerischen Hälfte. Und jetzt Baden trifft. Wagt sie da ganz mit nach vorne durch. Macht das 3-2 für Hannover. Luca. Spielt seine Rolle klasse da am Ball. Das ist jetzt eben eine sinnvolle Variation. Dank der neuen Handregel. Keeper darf überall hin. Auch in die gegnerische Hälfte. Schade, guter Kopfballversuch hier. Stand jetzt sieht es aus, als wenn die Berliner nicht den fünften Turniersieg folgen lassen können. Sie sind ja Rekordgewinner des Cups mit 4 Titeln. 7-mal im Finale, zuletzt im Vorjahr gegen Mainz 05. Hannover in 16 Teilnahmen ist ein einziges Mal im Endspiel 2012. Rein historisch gesehen wäre ein Sieg der Hannoveraner hier schon eine kleine Überraschung. Da bockt sich das Kilian Neufeld, das Ei fast ins eigene Netz. Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, ganz bekannter Name, Dr. Jens Rehagel. Rehagel, ja, das ist der Sohn von Otto Rehagel. Im Europameister mit Griechenland, dem deutschen Meister mit Werder Bremen. Ansonsten werden auch Ex-Profis im Nachwuchsleistungszentrum gerne integriert. Daniel Stendel zum Beispiel, U19-Trainer. Und die Hannover-Legende Steven Cirundolo in der U17 verantwortlich für die Mannschaft. 2 Minuten noch zu gehen. Hier in diesem dritten Achtelfinale. Spielt jetzt Berlin, beteiligt das aber körperlich kompakt. Schön rausgespielt jetzt der Ball. Und der Konter läuft. Wenn schnell geht, 2 gegen 1. Schon will den Ball in der Mitte haben. Aber Benjamin Gretz, der Kapitän der Hauptstädter, wagt hier den Alleingang. Klasse Direktabnahme von Miralem Ramic. Nochmal Freistoß, während wir hier in die letzte Minute der Partie gehen. Entscheidung oder Ausgleich? Ich glaube, ein Tor könnte noch fallen hier in dieser Partie. Über die Bande, aber Kilian Neufeld, passt auf. Hertha jetzt natürlich im Vollpressing-Modus. Geht sofort vorne drauf.
Chance mal für Hannover. Und das ist die Entscheidung. Hannover 96 steht im Viertelfinale. 4-2. Sekunden vor Ende nochmal Ballbesitz für Hertha BSC Berlin, aber das wäre eine ganz enge Kiste. Sie müssten jetzt schon in den nächsten 3, 4, 5 Sekunden treffen. Hannover wieder dazwischen. 7 Sekunden auf der Uhr. Glückwunsch an Hannover 96. Gleich geht es weiter mit BVB gegen Werder Bremen. Und wir verabschieden uns mit einem großen Applaus vom Hertha BSC.